Hallöchen, wieder einmal auf unserem schönen Balkon in unserem schönen Zuhause. Es baut sich gerade alles noch auf. Ich habe ein bisschen früh, glaube ich, gestartet, aber okay. Wir haben heute... Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber ich finde immer mit der Original, da kann man das gerne mal machen. Aber ich glaube, das geht eigentlich. Ich hoffe nur, dass von draußen nicht so viel Lärm hier mit vom Mikro eingefangen wird, aber gut. Müssen wir mal schauen. Heute haben wir unsere Erledigungssession und da steht ein bisschen was drauf. Also ich habe in der Zwischenzeit natürlich mal wieder aufgeräumt, ne? Natürlich. Und ja, in dieser Session, ich weiß noch nicht, wie lange die dauert. Wir werden mal gucken. Auf jeden Fall gibt es ein paar Punkte, die ich eigentlich, wenn mir jetzt nicht irgendwie spontan was dazwischen kommt, wie zum Beispiel, dass ich mein Handy nicht lautlos mache und es mir dazwischen klingeln könnte, was ich jetzt schnell nachgeholt habe, dann würde ich ganz gerne Folgendes erledigen. Zum einen die Obstbäume abreißen und dann eben unseren Obsthang hier fertig machen. Die neuen Seeds, die wir haben, möchte ich pflanzen. Wir haben hier auch neue Bäumchen. Die möchte ich auch alle einmal pflanzen. Muss ich mal gucken. Da kann ich mir eigentlich schon mal ein bisschen Knochenmehl nehmen. Dann machen wir das alles ein bisschen schneller. Das ist ja, glaube ich, gar nicht verkehrt. Knochenmehl haben wir nur 3. Ach gut, aber Knochen haben wir mehr als genug. Machen wir uns auch ein bisschen Knochenmehl fertig. So, die neuen Seeds pflanzen. Die habe ich jetzt auch noch gar nicht gerade bei mir in der... im Inventar, aber das macht nichts. Nicht auf der Liste habe ich aufgeschrieben tatsächlich die Fischfallen, aber deswegen habe ich die hier drin. Die Druckplatten an der Haustür und an der Hintertür, die will ich noch fertig machen. So, ich, damit ich jetzt nicht immer hin und her gucke, gucken wir uns die süßen Wölfchen an. So, dann den Kiesweg fertigstellen. Da sehe ich jetzt aber erstmal nur das kleine Stück, das wir da halt noch als Loch haben und ein Stückchen bei uns raus. Aber jetzt nicht komplett bis zum anderen Biom da hinten. Das hatte ich jetzt heute nicht vor. So Priorität hat das noch nicht. Außerdem kommt da ja auch noch irgendwo unsere Mühle hin. Und das wollen wir auch dann nochmal ein bisschen verbinden. Deswegen gehen wir da jetzt noch nicht so weit. Aber dass wir da auch schon mal das Loch bei den Kühen los sind. Das geht ja so nicht. Dann sehr schön. Die Punkte, die sind soweit von meinem Sekretär Tobias übernommen und die nächsten beiden Punkte gehören zusammen. Und ich finde sie einfach so gut, dass ich sie nicht nur zitiere, sondern dass ich sie auch zusammen genau so erledigen werde. Punkt Nummer 1, Atlas-Sicherheitskopie anfertigen. Das ist ein verdammt guter Punkt. Der zweite Punkt ist Atlas-Sicherheitskopie anfertigen, nutze Sicherheit. Und ja, da merkt man, er kennt mich gut. Er ist schon eine Weile dabei. Diese Atlas-Sicherheitskopie halte ich tatsächlich auch für gar nicht verkehrt. Das finde ich sehr gut. Dann die Namensschilder für die Wölfchen. Ich habe gerade gesehen, eins haben wir oben schon, mindestens eins. Raum für die Bärenbüsche unten bei unserer Tinkerschmiede, dass wir unsere ganzen Bärenbüsche da mal hinsetzen. Das würde ich auch ganz gerne erledigen. Normale Tinkerschaufel und Tinkeraxt. Normale Tinkerschaufel. Ach nee, ist ja der Baggerpartner, genau. Genau, das können wir dann auch nochmal machen. Finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Den Juteanbau, da müssen wir dann erstmal auch noch anpflanzen. Ich gucke gerade. Achso, ich glaube, den Farn, den habe ich hier oben. Ich habe nämlich bei mir im Schlafzimmer eine kleine Kiste hingestellt, wo ich ein paar Sachen so zwischenlager. Sowas wie unseren Farn. Oder was zu essen, was gerade nicht mehr in die Küche passt. Achso, ich habe noch eine normale Axt. Okay. Ja, den Juteanbau, dafür müssen wir in unseren Farn erstmal ein bisschen vermehren. Oh Gott, das ist doch mehr, als ich gerade dachte. Die Zauberecke, mal schauen, ob wir die fertig bekommen. Was natürlich mit dem Juteanbau nicht das Problem sein sollte. Zur Not müssen wir ein bisschen mit Knochenmehl durch das Zuckerrohr marodieren. Das bekommen wir, denke ich mal, auch hin. Achso, halt, fast was vergessen. Das kommt vom Reden und Lesen gleichzeitig. Reden und Laufen gleichzeitig. Und so, das ist das, was ich eigentlich erledigen wollte. Wenn ich dann noch keinen Hunger habe, also ich jetzt selber, nicht im Spiel, wenn ich dann noch keinen Hunger habe, dann möchte ich ganz gerne schauen, dass wir zumindest die Herbstbäume schon mal pflanzen. Und wenn ich dann immer noch keinen Hunger habe, dann möchte ich auch ganz gerne nochmal schauen, dass wir vielleicht schon mal den Flusslauf durch den Wald ziehen.
Und ein eventuell Punkt auf dieser Liste ist, falls wir mit unserem Essen nicht hinkommen, dass wir auch noch eine Runde kochen. So, aus dem Pfefferkorn kann ich kein Seed machen. Deswegen habe ich bedauerlicherweise keine Ahnung, ich habe das hier nochmal vorbereitet, weil es halt auch wieder dieses Probieren war. Die setzen wir irgendwann dazwischen, die nehme ich jetzt nicht mit, so wichtig sind die gerade nicht. Gut. Einmal hier unseren leeren Rucksack. Achso, ich habe in der Zwischenzeit, ich habe die Rucksäcke mal eingefärbt. Ich fand das schöner, wenn die nicht alle braun sind. So, das brauchen wir alles erst später. Wobei, die Bäume, die können wir gleich eigentlich schon mal pflanzen. So, auf geht's. Halt. Ohne wird das nichts mit den Seeds. Und ja, ich habe die Tür offen stehen lassen, ich weiß. So, als erstes machen wir die Seeds, einfach weil schnell erledigt. Das ist ja nur einmal fix pflanzen und gut ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir hier hatten, neu. Was eben, weil wir da rübergegangen sind? Okay, keine Ahnung, was das gerade war. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir den hier wie die Kartoffeln auch einfach... Nee, können wir nicht so pflanzen. Mussten wir... Kam der von einem Baum? Da muss ich den ja nochmal ausprobieren. Also der kommt erstmal in den Rucksack. Könnte von einem Baum sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe da auch keine Ahnung. Muss ich gestehen. So, dann nehmen wir die hier einmal weg. So. Die fallen gleich mit. Gehen die kaputt? Ich weiß es gerade nicht. Oh, ich glaube, das geht alles kaputt. Oh nein! Was für ein Sauwetter für Gartenarbeit und überhaupt Draußenarbeit. Sünde! Das ist ja echt gemein. So, ich lasse das jetzt gerade mal vor sich hin. Dengeln. So, hier haben wir einen Baum, der hier nicht hingehört. Ah, die Skies wollte ich mir noch machen. Okay, ich habe auch kein Eisen gerade dabei. Das heißt, ich gehe mal ganz schnell rein. Achso, fällt hier doch so runter. Sammeln wir gleich ein. Brauchen wir auch gerade nicht unbedingt. Wir sind nicht am Verhungern. Habe ich hier schon... Doch, habe ich schon weggenommen. So, eine Sky. Da muss ich einmal gucken, wie das Rezept war. Ich brauche sowieso Eisen, also einmal hoch. Oh, was für ein Sündenwetter hier gerade. Das ist ja richtig gemein. Achso, kein Platz. So. Hier liegt jetzt aber auch nichts. Doch, da liegt's. Es war... Wie schreibt man das scheiß Ding jetzt? Oder war es hier wirklich unter Sense drin? War es auf Deutsch? Ja, tatsächlich war auf Deutsch. Sehr cool. Nein, wir machen natürlich eine Eisensense. Bambus und 3. Okay. So. Achso, ich glaube nur 2 war das, ne? Und 3 Eisen. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt nämlich auch. So, die hatte ich nämlich tatsächlich vergessen. Wurde ich netterweise darauf hingewiesen in den Kommentaren, dass es die ja noch gäbe. Ich weiß auch, dass ich die früher benutzt hatte, aber die war einfach weg. So aus dem Hirn gelöscht. Error. Sense not found. So, allein Sense not found. Das hat gerade ein bisschen den Sinn. ja. So, aber wir haben es wieder hell. Das ist doch schön. Also nicht hell, sondern es scheint wieder die Sonne. Mensch, was habe ich heute für Wortfindungsstörungen? Das ist ja schlimm. Das ist nicht ganz richtig. Ich wollte gerade sagen, das ging doch anders. So. Oh, ja. Schießt mir nicht meine Kühe an. Denn haben wir aber, ne? Oh, ich habe da sogar noch einen Zeppling rausgekriegt.
Komisch, beim Persimmon kommen immer Saplings raus. Das hatte ich schon mal festgestellt. Aber gut, okay. Dann haben wir davon jetzt halt auch noch ein paar. Was soll's? Ist ja nicht weiter schlimm, ne? So. Und hier. So, Saplings, keine. Okay, hier werde ich jetzt mal unsere... Ich weiß schon, warum ich den Rucksack dabei habe. Da kommt nämlich einfach jetzt erstmal jeder Scheiß rein, den... Ah, Kaktusfrucht konnte man, glaube ich, nur... Ja, da ist das... Da ist das doch... Kaktusfrucht konnte man, glaube ich, nur... auf Sand setzen, oder? Probieren wir gleich aus. Der kann auch erstmal da rein, Gummibaum. So, probieren wir aus. Der kommt dann erstmal hier hin. Halt, wir haben ja noch was zum Ausprobieren und zwar den. So, womit wir ausprobieren müssen, das... so. Die beiden brauchen wir erstmal nicht. Ah, diese Musik ist so schön. Irgendwie ist das so bei mir so mit Nostalgie verbunden. Finde ich schön. So und so. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Wir haben genug Knochen, wir haben Wölfe, also wir können hier jetzt mal ein bisschen verschwenderisch sein. Oh. Der ist schon ein bisschen höher, ne? Ich habe einen Enderman gehört. Gut, da oben komme ich jetzt natürlich nicht an, um den... Oh, das Gras wollte ich natürlich nicht wachsen lassen. Ja. Okay, das war jetzt... Okay, Tupa, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Das weiß ich natürlich nicht. So, oh. Okay, da oben kommen wir nicht an, aber wir haben zumindest etwas. Hallo? Oh, okay. Interessant. Der ist irgendwie cool, mit dem will ich was machen, aber ich weiß gerade nicht, was ich damit machen könnte. Da kommen wir auch nicht an, ne? So, müssen wir hier halt gleich nochmal ablaufen, ob hier nochmal Saplings runtergefallen sind. Hier sind auch noch welche. Oder zumindest einer. Jetzt ist aber gut. Mein Gott, das sind so Riesenbäume, die wir hier gefunden haben. Ich nehme diesmal ein bisschen Abstand, nicht, dass ich gleich wieder im Baum hänge. Okay, der hat was Fadenkreuziges. Ich muss noch an was anderes denken, aber ich kann gerade nicht mit dem Finger drauf deuten. Okay, aber wir haben die Bäume mal gesehen. Das ist natürlich sehr schön. Kommen wir da oben an? Nee. Na gut, dann eben nicht. So, das hier wird, glaube ich, mein Sortierrucksack. Ich sehe es schon kommen. Setzling, das Holz dazu. Setzling, das Holz dazu. Oh, mit dem dunklen Holz will ich auch was machen. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Setzling. Und das. Alles klar. So, dann geht es jetzt mal an den Obsthang. Soweit ist hier jetzt auch, glaube ich, alles weg. Gut, während wir hier jetzt unseren Obsthang pflanzen, wird da schon so schnell nichts mehr anwachsen. Das denke ich mal. So, oh, was essen. Fischtaco, was bringt? Ja, so viel jetzt nicht, aber... Ups.
Er macht uns erstmal satt. Ich will jetzt erstmal den Kram hier futtern, weil wir dafür gerade keinen Platz in der Küche haben. Plan habe ich auch nicht, aber das war gerade nicht gemeint. So. Ja, ich überlege mir gerade, wie es aussehen sollte, aber so ein Obsthang sollte ja eigentlich keine Regelmäßigkeit haben, oder? Das heißt, ich klatsche die hier jetzt einfach irgendwie hin. So wie da. Und da. Und da. Und da. Mein Gott, wir haben ja schon ein bisschen... Okay, ich glaube, das Moped konnte man jetzt hören. Aber das macht auch nichts. Dann hier vorne. Ah, vielleicht nicht immer direkt an den Rand. Das ist irgendwie ein bisschen doof. So. Auf dieser Ebene ist gar keiner, ne? Nee. Ja, das ändern wir. Ist auch wieder genau am Rand. Naja. So, einmal mit ein bisschen Abstand betrachten. Ja, ich glaube, die sind soweit ganz gut aufgeteilt. Ansonsten. Wobei, der hier, der kommt mal ein Stückchen hier rüber. So. So, jetzt ist aber gut. Keine Millimeterarbeit hier daraus machen. Ein Ei. Uhu, Küki! So. Achso, da oben gleich nochmal Saplings sammeln. Doch, ich denke, das geht. Das werden ja auch noch nicht alle sein. Der wird ja auch noch was zukommen und dann weiten wir den nochmal ein bisschen nach oben aus. So, okay, also dieses Dunkle, das verliert aber viele Saplings, ne? Haben wir den jetzt eben eingesammelt? Ich habe keinen Plupp gehört. Doch, haben wir. Schäfchen. Schäfchen haben wir auch nicht, aber Schäfchen brauchen wir auch nicht. Wir müssen jetzt nicht alles gefangen halten, was hier irgendwie kreucht und fleucht. Stängelgarten? Ich meine, der ist direkt vor unserer Tür. Wir werden es wahrscheinlich haben, aber ja, Chili, Pfeffer, Bohnen und Erbsen. Ja gut, das haben wir natürlich alles. Aber mir sagt der Name gerade nichts. Stängelgarten. Oh, wir haben Sapling vergessen. Dann kommt der jetzt oben auf die Spitze. Das ist die Spitze des Eisbergs. So, der kommt dahin. Damit haben wir jetzt zwei Punkte abgehakt. Obsthang und neue Seeds pflanzen. Was habe ich denn jetzt so im Prinzip als nächstes? Druckplatte an der Haustür und an der Hintertür. Okay, das ist ganz schnell erledigt. Die beiden Punkte haken wir jetzt ab. Ich glaube, es waren zwei, ne? Druckplatte waren, glaube ich, immer zwei. Druckplatte. Achso, halt, falsches Holz. Oder war das immer Eiche? Sah das nachher immer gleich aus? Ich weiß es gerade nicht. Hier. Ich glaube nicht, ne? Ja, doch. Egal. Einmal. Funktioniert auch, naja. Warum habe ich die Tür hier eigentlich nach außen gesetzt und nicht nach innen? Also irgendwie, vom Gefühl her ist es richtig, aber ich weiß nicht wieso, weil vorne setze ich die ja immer nach innen. Setze ich die immer nach innen? Doch, vorne setze ich die immer nach innen. Also es kommt mir jetzt nicht falsch vor. Lassen wir es einfach so stehen. So, wieder zwei Punkte abgehakt. Immer noch in der ersten Folge und schon vier Punkte weg. So, den Kiesweg. Den Kiesweg. So funktioniert das doch gut. Ist das Kies? Ja. Wie gesagt, nur ein kleines Stückchen, weil... Ja. Es wird dunkel, ich sollte kein Risiko eingehen. Ich mache mir sonst... Nein, die gehört nach außen.
Es tut mir leid, aber die gehört nach außen. Das ist so gerade nicht richtig.